Wir haben nämlich allen Grund anzunehmen, dass ein Mensch am Biss dieser Mamba, oder genauer gesagt am Biss ihrer Mamba, gestorben ist. Ich habe die Geschichte in der Zeitung gelesen, Inspektor, aber seien Sie mir nicht böse, das ist natürlich kompletter Unsinn. Wieso bitte, Mr. Sutton? Nun, Reptilien sind wechselwarme Tiere und eine tropische Schlange hat in unserem herrlichen Londoner Klima kaum eine Chance, auch nur eine Nacht zu überleben. Wie weit glauben Sie, Mr. Sutton, kann ein Mensch noch gehen, wenn in einem Mamba, nun, sagen wir, in den Nacken gebissen hätte? Das kommt ganz auf die körperliche Konstitution des Opfers an. In keinem Fall aber sehr weit. Dürfte ich mir vielleicht den Raum mal ansehen, wo Ihre Tiere untergebracht sind, Mr. Sutton? Aber bitte, gern. Miss Trent, bitte kommen Sie doch herein. Ja, bitte. Bringen Sie Mr. Elford zu Brownie. Brownie ist mein Oberwärter, er wird Ihnen alles zeigen. Mich müssen Sie leider entschuldigen, ich habe zu tun. Danke, sehr freundlich von Ihnen. Guten Tag. Guten Tag, Inspektor.